Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mod-Review und beziehungsweise Ankündigung. Und zwar ist es eine Ankündigung, dass Max und ich jetzt den Minecraft Dinosaurs Mod mit noch ein paar anderen Mods let's playen werden. Weil ich glaube, da ist gar nicht Dinosaurs Mod, da ist irgendwie Archäologie bzw. Fossil Mod. Und ja, das ist in dem Modpack Jurassic Vet oder Z drin, dass man sich beim Technik Launcher auf der Homepage den Link kopieren kann. Der steht in da die URL. Die packst du dann beim Technik Launcher rein. Und dann, ja, und dann installiert ihr das über die URL so, ne? Also man muss das erst einfügen, sag ich es mal so. So, hier sieht man schon, worum es so grundlegend geht. Es geht natürlich um Dinosaurier. Stimmt. Okay, stimmt nicht. Und ja, ich will einmal kurz zeigen, wie es so losgeht. Und viel mehr kenne ich mich auch nicht hier aus. Ich habe kaum Plan über diesen Mod. Aber ich sage jetzt mal das, was ich schon weiß. Auf jeden Fall. Gibt es hier diese Steine. Die findet man überall. Die sehen zwar ziemlich aus wie andere Steine, aber egal. Und die baut man ab. Daraus bekommt man skelettartige Dinge. Man bekommt daraus Biofossilien. Man bekommt daraus Relic Scrap Bones und eben hier diese Köpfe, die Skelettköpfe. Die kann man einfach hinsetzen. Man kann, was kann man damit noch machen? Man kann damit Lampen machen, mit denen du wie beim Kürbis hier des Dings und dort eine Lampe hin tust. Wie ich jetzt gerade sehe, kann man daraus auch Bone Meal machen. Und ja, was tue ich jetzt mit diesem Ding? Halt Fresse. Ich gehe zu so einem Analyzer. So ein Ding hier. Und da sieht man das auch schon. Ich tue die Dinger hier rein. Oh, das ist gar nicht viel raus. So. Und ihr seht den grünen Balken. Wenn er voll ist, erzeugt er hier ein Ding. Hier, es kann Sand sein. Es kann, glaube ich, Flint sein. Es kann Bone Meal sein. Und es kann eben solche DNA-Dinger sein. Also alles, was ihr so da findet, tut ihr so rein und dann sagt er, okay, das ist das. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hiermit auch geht. Ich probiere mal. Oder hiermit. Auf jeden Fall bekommt ihr denn so ein Ding. So viel weiter weiß ich auch nicht. Den Rest möchte ich gern rausfinden. Ich habe mich nicht weiter gespoilert. Nur den Anfang, damit wir nicht total planlos rumlaufen. Ich wollte mich nicht weiter spoilern. Der Mod besteht nicht daraus, ziemlich viel rauszufinden. Dann kann man auch immer wieder neu überrascht werden, was es da für geile Dinosaurier gibt und so weiter und so weiter. Dürfte ich euch noch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar, wie man das craftet. Und zwar macht man das einfach so. Wer das jetzt hier das Crafting-Feld? Ja, ich weiß nicht, wozu die sind. Ich glaube, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier macht man zwei Eisen. Und dann macht man so. Oder so, das weiß ich jetzt nicht. Zwei Eisen hat man das Ding schon. Das ist eigentlich relativ billig. Und dann kann schon losgehen. Wir sehen uns dann. Wartet. Und hier, cool Lava Betten. Das kommt auch im Mod. Beziehungsweise, warte, wir gucken uns das kurz an noch. Schnell. Hier ganz viele Betten. Zum Beispiel noch so ein cooles. Hier, Creeperbett. Epic. Und da drin sind noch Bibliograph Craft. Diese Ancient Armor, Ancient Weapons, Ancient Food, Ancient Items. Das ist dieser Mod. Gehört zum Archäologie mit Ancient Blocks. Das sind diese ganzen Blocks, die es gibt. Und dann noch den Flans, ja genau, Flans Mod. Das sind die ganzen Rüstungen, Bauteile, die ganzen Dinger, die man sich holen kann. Nehmen wir uns jetzt hier mal SUV. Und geile Waffen und so. German Sweeten Box. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich probiere kurz mal aus. So. Damit werden wir uns vielleicht auch mal bekriegen, weil das ist ja ziemlich lustig. Ich glaube, hier kannst du wahrscheinlich dann deine Waffen reintun und so durchswitchen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall noch schnell Auto zum Abschied. Auto. Auto noch schnell einsteigen. Eingestiegen. Ach, eher Menü öffnen. Ganz schnell. Ja, brauchen wir nicht. Fahr! Achso, ich gehe erstmal den Sheet Mode, weil dann muss ich nichts tun, dann kann ich einfach fahren. So. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns, wenn es anfängt. Wieso kann ich durch Bäume fahren? What the fuck? Tschüss. So packt man heutzutage ein Auto.